Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Gericht aus der Kategorie Geflügel und Schwein, alles kommt rein. Nein, es ist in der Tat wirklich so. Ich habe für euch heute Geflügelbrustfilets vorbereitet hier. Die werden mit Speck ummantelt. Das Ganze wird dann im Ofen schön überbacken mit Mozzarella und mit einer tollen Soße. Wie das geht, das verrate ich euch jetzt. 600 Gramm Hühnerbrustfilet habe ich mir von meinem Metzger besorgt und habe die dann so in 15, 16 gleiche Teile geschnitten, die wir jetzt jeweils mit einer Scheibe Bacon-Schinken oder Bacon-Speck umwickeln und hier in die bereits eingefettete Auflaufform setzen. Für die Soße zum Überbacken brauchen wir natürlich unseren Wunderkessel und 250 Gramm Crème fraîche. Dann habe ich für euch vorbereitet gehackte Kräuter, das sind so 2 Teelöffel etwa voll. Ich habe jetzt genommen Petersilie, Schnittlauch und ein wenig Dill. Weiß nicht, ob das so gut passt, aber naja, werden wir dann sehen. War das, was ich gerade da hatte. Knoblauchgranulat habe ich. Ihr könnt natürlich auch so dieses normale Knoblauchpulver nehmen. Ich weiß gar nicht, gibt es da einen Unterschied zwischen Knoblauchgranulat und Knoblauchpulver? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, egal was ihr nehmt, ein halber Teelöffel etwa. Ups. Dann Tomatenmark, 2 Teelöffel. Das sind so etwa 30 Gramm. Ein wenig Pfeffer. Sowie einen Teelöffel Speisenstärke. Die machen wir ebenfalls dazu. So, und das Ganze wird jetzt 6 Minuten auf 90 Grad Stufe 3 erhitzt. So, damit ist unsere Soße fertig und wird jetzt hier über die Hähnchenteile mit Speck gegossen. Wenn man etwas mit Speck ummantelt, nur mal so nebenbei, nennt man das in der Gastronomie Bardieren. Warum ich das erzähle? Keine Ahnung, ich weiß es halt. Das Ganze kommt jetzt 30 Minuten in den Backofen bei 180 Grad. Dann kommen noch Mozzarella-Scheiben drauf, aber das zeige ich euch gleich noch alles. Erstmal 30 Minuten. Ober-Unterhitze, 180 Grad, Backofen. Sind um und das sieht schon mal sehr gut aus. Schon mal sehr gut, denn da kommt jetzt noch Mozzarella drauf. Und zwar sind das 200 Gramm. Die legen wir jetzt einfach so hier oben drauf und dann überbacken wir das Ganze nochmal. 10 Minuten weiter in unserem Ofen. Oh, da freue ich mich jetzt echt drauf. Da freue ich mich jetzt echt drauf. Das ist ein gutes, gutes Gericht. So, ihr Lieben, damit sind wir fertig. Und das sieht nicht nur gut aus, es riecht auch richtig gut. Ich werde mir jetzt eins von diesen Schinken-Hähnchen-Röllchen hier rausnehmen und einfach mal für euch probieren mit ein bisschen Soße, ein bisschen Käse noch drauf und den Rest, den essen wir dann in aller Ruhe. Mann, so Mozzarella. Denn ich muss euch jetzt natürlich auch sagen, ob es genauso gut schmeckt, wie es riecht und wie es aussieht. Frage natürlich, ist es durch? Ist, glaube ich, beantwortet sich von selbst, denn das war ja jetzt wirklich sehr, sehr lange drin. Ist es nicht zu trocken? Das kann ich euch jetzt gleich beantworten. Und die Antwort lautet nein. Der Speck darum, der hält ja auch so ein bisschen auch die ganze Feuchtigkeit da drin hält, das macht das Ganze noch ein bisschen feuchter. Deswegen macht man das ja auch oft, dass man Sachen mit Speck bestickt oder spickt, um das Ganze nicht austrocknen zu lassen. Das hier ist wirklich sehr, sehr lecker. Die Soße dazu, der Käse oben drauf. Ist echt gut. Schmeckt mir richtig gut. Weil ich sagen muss, das ist jetzt auch schon sehr massig. Also ich glaube, so mehr als
3, 4 von den Dingern würde ich nicht packen. Also zumindest nicht nach dem, was ich heute alles schon gegessen habe. Wahrscheinlich aber 3 Personen werden da durchaus von satt. Ihr könnt es ja mal ausprobieren, kocht es zu Hause nach und vielleicht schmeckt es euch genauso gut wie mir. Würde mich freuen, wenn euch das Video auch gefallen hat, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich werde das jetzt nach drüben bringen, dann werden wir essen. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss und guten Appetit.